Zeitung und entdeckt dabei einen Artikel über hungerleidende Kleinbauern in Argentinien. Er ist überrascht. Der argentinischen Landwirtschaft geht es doch eigentlich ganz gut. Schließlich werden Kakao, Kaffee und Tabak dort angebaut. Und argentinisches Rindfleisch gilt in Restaurants auf der ganzen Welt als Delikatesse. Klaus fragt sich, warum es den Bauern trotz der großen Beliebtheit ihrer Produkte so schlecht geht. Weil die Kleinbauern nicht genügend an diesen Produkten verdienen. Denn was viele Verbraucher nicht wissen, die Kleinbauern verlieren ihr Land oft an große Konzerne, häufig auf illegale Art und Weise. Dies raubt den Bauern nicht nur ihre Ackerflächen und ihr Vieh, ganze Dorfgemeinschaften werden aus ihrer Heimat vertrieben. Das gewonnene Land wird dann industriell genutzt, zum Beispiel um Futtermittel für die konventionelle Massenlandwirtschaft anzubauen. Und das geschieht nicht nur in Lateinamerika. Auch in Asien und Afrika müssen Kleinbauern jeden Tag kämpfen, um ihre Familien ernähren zu können. So wie José. Er und seine Frau haben einen kleinen Bauernhof. José baut Getreide an und hält ein paar Kühe, wie schon sein Vater und Großvater. Nun plant ein Großkonzern auf seinem Land Soja anzubauen, um Biosprit herzustellen. Doch ohne Felder kann José seine Familie nicht ernähren. Wie kann er sein Land verteidigen? Zum Beispiel mit der Hilfe von Brot für die Welt. Denn Brot für die Welt setzt sich für Kleinbauern wie José ein, klärt sie über ihre Rechte auf und macht ihnen klar, was euch geschieht, ist illegal. Um dafür zu sorgen, dass diese Rechte auch geltend gemacht werden, begleiten Mitarbeitende von Partnerorganisationen Betroffene bei Terminen auf Ämtern. Sie dokumentieren den fortschreitenden Landraub mit Hilfe von Luftaufnahmen und GPS und stellen ihnen diese zur Verfügung. Ihre Mission ist klar: den Bauern zurückgeben, was ihnen zusteht. Ein Land zum Leben, Grund zur Hoffnung. Da viele Menschen in Deutschland nichts von dieser Ungerechtigkeit wissen, informiert Brot für die Welt sie über die Auswirkungen ihres täglichen Konsums. Auch Politiker tragen Verantwortung. Deshalb macht sich Brot für die Welt in Berlin und Brüssel für die Rechte der Kleinbauern stark. Klaus macht die Situation der Bauern wütend. Er möchte selbst aktiv werden und informiert sich. Wie? Das erfahren Sie auf Brot.